Gut. Das immer wieder. Fangen wir an. Ja. Ich hab Bock. Das war ein vergeigtes Intro. Und ja, wir machen dieses Commander Deck auf. So, Leute, wir gucken uns heute das coolste, zumindest für mich, das coolste der Fallout Commander Decks an. Wenn ihr noch nicht geguckt habt, wir beide haben dann das Dogmeat Deck zusammen aufgemacht. Und das kann man wunderschön anschauen als Video. Und wie beim letzten Mal auch, ich bin nicht alleine. Ich habe den lieben David dabei. Offensichtlich nicht. Genau, offensichtlich nicht. Und der liebe David ist ein Fallout-Fan. Und ich habe davon ja nicht so viel Ahnung. Dementsprechend, da habe ich mir jemanden reingeholt, der Ahnung hat. Mhm. Und ich muss euch direkt eine Sache zeigen, um die ich nicht herumkomme. Hier steht, immer wenn du angreifst. Ach du Wizards. Danke dafür, wir gucken rein. Das ist großartig, oder? Steht der auf der Karte auch so? Ja, es steht überall so. Es steht überall, wenn du angreifst. Ich find's jedes großartig. Mal, wenn ich das spielen werde, werde ich jedes Mal sagen, wenn ich angreife. Wenn ich angreife. Wenn ich angreife. Genau, da haben wir wieder wunderschöne Pappbox und dann haben wir hier einmal diesen Umschlag, der da rauskommt und einmal das Deck und einmal auch, das habe ich beim letzten Mal gar nicht gezeigt, so einen kleinen Guide, wie man das Deck spielt, mit einem echt schönen Bild tatsächlich dieses Mal. Ja, wie gesagt, da steht so ein bisschen drauf, wie man das Deck spielt und wer das so ist und wer auch der Second Command ist, falls man halt wie ich keine Ahnung hat. Dementsprechend gibt es halt. Ignorieren wir. Existiert. Genau wie wir diesen Menschen hier ignorieren und die ganzen Tokens. Auch wenn die Tokens echt hübsch sind, das muss man sagen. Die Tokens sind hübsch, aber wir haben einfach keine Zeit. Wir haben es letztes Mal schon eine halbe Stunde geimpft. Ja, komm. Nee, wenn dann können wir ja zeigen noch. Wunderschön. Collect the Sample Pack in Englisch haben wir festgestellt, nicht in Deutsch, was ich ein bisschen weird finde, aber es gibt die wohl nicht mehr in... Ja, existiert anscheinend nur in Englisch. Ja. Und dann... Ich hab's geschafft. So, machen wir mal diesen hier auf und gucken uns an. Was wir nämlich haben ist, wir haben Caesar als Commander. Und Caesar ist der Imperator der Legion, das weiß ja natürlich jeder. Ja, das weiß ja natürlich jeder. Und er ist ein 4-Mana. Da steht sogar Imperator der Legion. Oh. Ja. 4-Mana, 4-4. Und immer wenn wir angreift, dann können wir eine Kreatur opfern. Wenn wir das tun, dann passiert zwei von drei Dingen. Ja. Wir erzeugen zwei getappte, angreifende 1-1 rot-weiße Menschen. Ja. Wir ziehen eine Karte, verlieren Leben. Oder der fügt einer Kreatur unserer Wahl so viele Schadenspunkte zu, wie wir Kreaturen Spielsteine haben. Einem Gegner. Einem Gegner so viel Schaden zu, wie wir Kreaturspinnen haben. Ja, sehr mächtig. Sehr, sehr mächtige Karte. Sehr, sehr coole Karte tatsächlich. Ja. Und Caesar, triggert sie oft. Caesar ist der Leiter der Legion. Der Imperator der Legion aus New Vegas. Ist im Endeffekt eine Fraktion, die sich wie alte Rom aufführt und Leute sieht man gar kreuzigt nicht. Und was? So Dinge. Ja, kein Wunder, dass mir das. Lassen wir das als ehemaliger Religionslehrer, sollte man das nicht sagen. Wir haben Mr. House President and CEO. Nicht auf WotC, sondern wahrscheinlich von irgendwas anderem. Eine 3-Mana 0-4er. Der sagt: Immer wenn wir eine 4 oder höher würfeln, erzeugen wir einen 3-3 farblosen Roboter-Artefakt-Kreaturenspielstein. Yes. Falls wir eine 6 oder mehr würfeln, erzeugen wir stattdessen für jeden Spielstein und einen Schatz. Und für 4 Mana tappen können wir einen 6-seitigen Würfel würfeln plus einen zusätzlichen 6-seitigen Würfel für jedes Mal, wenn wir Schätze ausgegeben haben, um diese Fähigkeit zu aktivieren. Das heißt, wir werden irgendwann immer besser, immer mehr, immer größer, immer toller. Ja, ja, ja. Auch eine Persönlichkeit aus New Vegas, also im Endeffekt ist so eher ein New Vegas-Deck. Hm. Und er ist quasi, ich sag jetzt mal, der beherrscht im Endeffekt New Vegas, wo man dann das erste Mal hinkommt. Aber er ist der Imperator. Der ist der Imperator, ja. Er möchte New Vegas und gehört New Vegas. Und er ist quasi Headman of All. Headman. Ja, von allen Casinos da und deswegen auch das Würfeln und das Gamble und die Treasure. Ist sonst leider nicht viel in diesem Deck drin, was würfelt.
Das ist sehr, sehr traurig, ja. Das ist leider... Die zwei wurden ja gespoilert ganz zu Beginn. Hm. Und ich habe auch gedacht, ja, da kommt vielleicht viel mehr mit Würfeln. Nee, ich glaube, es gibt eine einzige Karte, die noch würfelt. Irgendwie schon. Und ja. Bisschen schade. Ja, wir gehen wie immer so ein bisschen die obersten Karten durch, die Rares und die namenhaften Karten, um auch so ein bisschen für euch Hintergrundwissen zu haben. Ja. Wir haben Aradesh, der Gründer, 3-Mana-1-4 mit Abkommandieren. Mhm. Das heißt, wenn die angreift, können wir eine nicht angreifende Kreatur, die keine Einsatzzögerung hat, tappen, um ihr Stärke zu geben, gleich der Anzahl der Kreatur, die wir getappt haben. Und immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, angreift und falls diese Kreatur abkommandiert hat, also wenn die Kreatur abkommandiert hat, erhält die Kreatur Doppelschlag bis zum Ende des Zuges, wenn die Kreatur 4 oder mehr hat, ziehen wir eine Karte. Ja. Wow. Ja. Was für eine wilde Karte. Eine riesen Textbox. Ja. Ist eine Persönlichkeit aus dem ersten Teil, aus der ersten Stadt, die man da... Das ist der Gründer der ersten Stadt, oder? Der ersten Stadt, die man da begehen kann. Und Shady Sands. Ja gut, ich glaube, es ist generell so, dass dieses Deck nicht die freundlichsten Charaktere sind. Nee, das sind eher so die... Jawohl, er ist freundlich. Aber das sind eher so die Fraktionen des Ödlands, die man hier hat. Schlacht am Hoover-Staudamm. Mhm. 4-Mana-Verzauberung, wenn der im Spiel ist, bestimmen wir RNK oder Legion. Mhm. Die RNK sind wahrscheinlich nicht die Legion, richtig? Nee. Das sind die Antagonisten die quasi der Legion. Aber das sind die oder Guten. Andersrum. Ist das so einfach? Nee, in Fallout ist eher alles so grau. Okay, ja. Kein Wunder. Gibt ja auch keine Bäume mehr. Bei RNK können wir zu Beginn des Endsegments eine Kreaturenkarte mit Mana-Kosten von 3 oder mehr aus dem Friedhof ins Spiel zurückbringen, was sehr mächtig ist. Yes. Und bei Legion, immer wenn eine Kreatur, die wir kontrolliert, stirbt, legen wir eine +1/+1-Marker auf eine Kreatur, die wir kontrollieren. Das finde ich nicht so stark. Ja. Aber ist ganz nett. Ist cool. Dann haben wir die Aufseherin von Vault 76. 3-Mana-3-3 mit Erstkontakt. Immer wenn die wenn die oder eine andere Kreatur mit Stärke 3 oder weniger unter unsere Kontrolle ins Spiel kommt, legen wir eine Questmarke auf die. Zu Beginn des Kampfes können wir 3 Questmarken von ihr runternehmen, generell von einem Permanenten runternehmen. Falls wir das tun, lege ich für jede Kreatur eine +1/+1-Marke und sie hält Wachsamkeit bis zum Schluss. Okay. Ja. 76-Charakter, keine Ahnung. Hat die einen Pitboy am Arm? Ja. Okay. Sekuriton Schwarmdrohne. 2-Mana-2-2 mit Trupp 3. Das bedeutet, Trupp können wir, wenn wir den spielen, so auf 3-Mana zahlen, wir wollen, kriegen immer eine Kopie davon. Mit Wachsamkeit und immer, wenn ein Kreaturenspiel spielen und unser Spiel kommt, legen wir eine +1/+1-Marke auf ihn. Das heißt, der erste ist 2-2, der zweite ist 3-3, der vierte ist 4-4, der fünfte ist 5-5. Kommen die jetzt gleichzeitig rein? Jetzt könnt ihr den Judge fragen. Sierra, der größte Nuka-Fan. Ja, der ist ja. Das Artwork hat mir zum Anfang ein bisschen... Ich finde das Artwork großartig. Ich war ein bisschen verwirrt. 4-Mana-3-4 und die hat die Nuka-Cola-Challenge. Bitte macht ihr nicht zu Hause nach. Immer wenn ein oder mehr andere Kreaturen, die wir kontrollieren, einem Spieler Kampfschaden zufügen, legen wir eine Questmarke auf sie und erzeugen eine Speise. Und immer wenn wir eine Speise opfern, erhält eine Kreatur unserer Wahl +6/+6, wobei X die gleiche Anzahl an Quest-Counten ist. Es gibt ja keine Nuka-Tokens oder ähnliches. Hier wird ja Nuka-Cola als Speise bezeichnet. Ja. Man hätte ja auch irgendwie sagen können, man hätte irgendwie Kronkorken oder so auch wirklich als irgendwas machen können. Quest-Counter legen wir Kronkorken auf sie oder so. Ja. Das wäre halt cool gewesen, aber so weit wollten sie dann doch nicht gehen. Oder? Nee. Die haben die Kronkorken dann halt auch als Tokens für Treasures genommen. Ah ja. Ja, aber ja, passt auch. Ich meine, die ganze Quest-Mechanik ist, glaube ich, komplett neu. Nee, es gab ja schon Questmarken. Echt? Ja, es gibt die Questmarken, die halt auf die Quest of the Holy Relic und so weiter gelegt werden. Ah. Das sind Verzauberungen aus, ich glaube, Zendika. Ah. Ja. Worldbreak und so. Ja. Genau. Doch, klar. Sicher. Dann haben wir die Mittelschule, Vault 75. Mhm. Für 4 Mana schicken wir beim ersten Ding alle Kreaturenkarten mit Stärke 4 oder mehr ins Exil. Mhm. Und danach legen wir +1/+1-Marken auf Kreaturen, die wir kontrollieren. Ja. Ist das gut? Also ist das gut vom Flavor? Vom Flavor, ja. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich meine, die 75 wäre in 4 gewesen. Und das ist auch eine, wo nur... Kids dran waren, wo man versucht hat, irgendwie einen super Kit dann. Oh, gruselig.
Dann haben wir den Ja-Sager, persönlicher Sekuriton. Den kenne selbst ich. 3-Mana-2-2, tappen, ein Gegner unserer Wahl übernimmt die Kontrolle über den Ja-Sager. Und wenn er dieses tut, ziehen wir 2 Karten und legen eine Quest-Counter auf den Ja-Sager. Und diese aktivierte Fähigkeit machen wir nur während unseres Zuges. Wenn Ja-Sager das Spiel verlässt, erzeugt sein Besitzer, also der nicht der Beherrscher, sondern der Besitzer, für jeden Questmarke, die er hat, einen 1-1 weißen Soldaten. Ja. Das ist cool. Das ist cool. Das ist eine coole Karte. Dann haben wir Vats. Vats ist dieser Zustand, den wir das letzte Mal schon besprochen haben, wo man einfach krass wird. Und Vats ist eine Karte, die ich ganz am Anfang mal richtig falsch vorgelesen habe. Ja. Deshalb hier nochmal 4 Mana Spontanzauber mit Sekundenbruchteil. Und wir bestimmen eine beliebige Zahl und zerstören dann alle Kreaturen mit Widerstandskraft gleich dieser Zahl. Ja. Ich habe es falsch vorgelesen, ich habe es mit Stärke vorgelesen. Und okay, so ein Kram. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Ödland Raider. Ödland Raider. 4 Mana, 4-3, wenn er ins Spiel kommt, opfert jeder Spieler eine Kreatur. Finde ich ganz cool mit dem Trupp 2. Wenn man irgendwie so 8 Mana zahlt und dann halt jeder muss 3 Kreaturen opfern und man kann ja selbst die Dinger opfern. Genau. Das ist wie ein, wie heißt der, Flashback Marauder? Flashback Marauder in cool. Ja. Mit Squad. Dann haben wir Mysteriöser Fremder. 4 Mana, 3-2, aufblitzen. Wenn er ins Spielfeld kommt, schicken wir für jeden Friedhof, der eine spontane Hexereikarte enthält, eine spontane Hexereikarte in den Friedhof. Und falls wir auf diese Weise 2 oder mehr Karten aus dem Friedhof ins Exil geschickt haben, bestimmen wir eine per Zufall, kopiere sie und wirken sie. Ja. Also es ist eine ziemlich unbeschriebene Sache für 4 Mana, entferne bis von jedem Spieler eine Hexerei oder Spontanzauber aus dem Friedhof und wirke eine davon random. Ja. Ja. Der Mysteriöse Fremde ist ein Skill, den kannst du, glaube ich, in jedem Fall. Ist ein Skill? Ja, den kannst du skillen und dann kommt er quasi dir zur Hilfe, aber auch zufällig. War die ganze Zufallssache dann ein bisschen erklärt, aber Instant und Sorceries, ich glaube, das ist so mit einer, wo ich vom Flavor her noch am meisten am hapern bin, ob ich das gut finde oder nicht. Mhm. Aber aufblitzen passt auf jeden Fall. Ist eine coole Karte fürs Spielen. Da haben wir den Pulverbanditen, 3-Mana 2-2 mit Trupp 2 und immer wenn das Spielfeld kommt, zerstören wir ein Artefakt. Mhm. Cool. Dann haben wir Rose. Übrigens eine sehr coole Karte im Spiel. Ja. Rose, die Cutthroat Raiderin. 4-Mana 3-2 Erstschlag mit Überfall am Ende des Kampfes. In deinem Zug, falls wir mit Kreaturen angegriffen haben, kriegen wir für jeden Gegner, den wir angegriffen haben, einen Altmetall-Spielstein. Mhm. Und immer wenn wir Altmetall opfern, kriegen wir ein rotes Mana. Ja. Mega gute Karte. Ja, finde ich auch super. Sehr, sehr, sehr viel genutzt. Auch 76 Charakter, kein Plan. Thrillkill Jüngst Jünger. 3-Mana 3-2 mit Trupp, 1-Mana und wirft eine Handkarte ab. Mhm. Und wenn die sterben, erzeugen wir einen Altmetall-Spielstein. Ja. Es ist halt echt viel mit dem Trupp. Ja. Wildes Ödland, das fand ich eine sehr geile Karte. Ja. 3-Mana Verzauberung. Wir übergehen unser Zielsegment und zu Beginn des Versorgungssegments schicken wir 2 Karten ins Bibliothek in den Exil und wir können diese Zug spielen. Finde ich eine sehr geile Karte. Ja. Alleine, weil du halt 2 Karten jede Runde bekommst, was in Rot-Schwarz-Weiß, man muss dabei sagen, wir befinden uns in Rot-Schwarz-Weiß. Die unbeliebteste Farbkombination, die du irgendwie im Commander spielen kannst, meiner Meinung nach. Und dann haben wir halt eigentlich einen ganz coolen Effekt dafür. Ja, ich finde, also allgemein gibt es nicht so viele Payoffs in dem Deck, die jetzt so sagen, oh, wenn du was aus dem Exil gespielt hast, bekommst du irgendwas. Das ist ein bisschen schade. Ja. Auch bei dem Dogmeat-Deck, weil mit dem ganzen Junk. Aber ja, an sich, ich habe die heute gespielt, war cool. Gute Karte. Gute Karte. Ja. Dann haben wir Rumsa, Wiederverwerterin. Eine Karte, wo ich kurz gedacht habe, oh, die könnte man im Legacy spielen. Nein, kann man nicht. 3-Mana 1-1, immer wenn die ins Spiel kommt oder angreift, verlieren wir Lebenspunkte und kriegen einen Altmetall-Spielstein. Mhm. Und immer wenn ein Spielstein, den wir kontrolliert, das Spiel verlässt, legen wir eine Besatz 1-Marke auf sie. Weil ich habe mir gedacht, wenn man sie spielt, kriegt man halt so ein Dude und dann kann man ganz viel machen. Und dann kann man Altmetall hin und her cyclen und Painter-Servant-Dinge tun. Und nein, das ist nicht gut. Leider nicht gut. Colonel Autumn. Warum ist der jetzt in Englisch? Also nur der Name. Ach so. Ja. Keine Ahnung. 3-Mana 2-3 Lifelink und Ausschlachten. Das heißt, wenn ein Spielfeld kommt, können wir eine Kreatur opfern. Und andere legendären Kreaturen, die wir haben Ausschlachten. Und immer wenn wir eine Kreatur haben, die ausschlachtet, legen wir eine +1 Marke auf sie. Ja. Ja. Auf jede Kreatur. Ja. Nicht nur auf sie, auf jede Kreatur. Das ist ganz gut. Dann haben wir Desdoma. Klinge der Freiheit, das sagt mir halt genau gar nicht. Desdemona. 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 Ist das relevant? Im Spiel? Ja. Ja. Okay. Also, ja. Ist die cool? Ja.
Okay. 4 Mana, 3, 2, Wachsamkeit. Und immer wenn die angreift, dann kriegen wir eine Kreaturenkarte mit einem Friedhof, mit einem Artefakt oder Kreaturenkarte. Eine Kreaturenkarte, die entweder ein Artefakt ist oder Mana-Kosten von 3 oder weniger hat und bringen sie ins Spiel. Sie hat dann bis zum Ende des Befreiungskosten. Befreiungskosten, weil dieser Dreck den Uro auch hat. Ja. Oh Gott, Müll. Und der sagt dann halt, wir schicken 2 Karten aus dem Friedhof ins Exil und können die dann spielen. Ja. Müll, Fähigkeit. Dann haben wir eine sehr, sehr coole Karte. Ältester Arthur Maxon. 3 Mana 4-2 mit Kreaturenspielsteine, die du kontrollierst, haben Training. Mhm. Training, also wenn die angreifen, kriegen die nur +1/+1 Marke, wenn sie eine Kreatur mit Stärke, mehr Stärke angreift. Ja. Mit ihm als 4-2, schon ganz nett. Und wir können eine Kreatur opfern, um dem Unzerstörbarkeit zu geben. Ja. Er ist in Fallout 4 so einer der obersten der Bruderschaft. Mhm. Und das hat mich ein bisschen verwirrt, weil es gibt noch einen anderen aus der Bruderschaft, aus dem vierten Teil, der im Spiel ein Synth ist. Das ist quasi so eine Art Roboter. Er auch, also er ist auch ein Synth, aber bei ihm steht er nicht mit dabei. Nee, er steht nur ein Menschritter. Ist ein Menschritter. Ja, nice. Dann haben wir, der ist geil. Kellogg's Frost. Der Kellogg's. Der Kellogg's. Kellogg Frost habe ich nicht mehr genannt. Kellogg, skrupelloser Söldner, das ist eine sehr geile Karte. 3 Mana, 3-2 mit Erstschlag Eile. Ja. Und immer wenn er angreift, kriegen wir einen Schatz. Das wissen wir ja schon von Fable of the Mirrorbreaker, ja, natürlich. Und wir können 5 Steine opfern, um eine Kreatur übernehmen, solange wir Kellogg kontrollieren. Ja. Das ist eine geile Karte. Wirklich eine coole Karte. Hatte ich am Feld, sehr, sehr mächtig. Ja. Eine der ersten Hindernisse in Fallout 4. Der hat ein Baby im Arm. Das ja, der klaut dein Kind. Der hat dein Kind geklaut. Boah, muss ich keine ab. Oh, ich muss nicht mehr bezahlen. Voll gut. Guter Mann. So, dann haben wir MacCready, Bürgermeister von Lamplight. Ja. 2 Mana 1-3. Immer wenn eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger angreift, erhält sie Schleichen. Also sie kann nur von Kreaturen mit größerer Stärke geblockt werden. Ja. Und immer wenn eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr angreift, verliert der Beherrscher 2 Lebenspunkte. Du hältst 2 Lebenspunkte. Das ist halt sehr witzig, wenn du am Feld einmal sagst, er greift doch an, dann verlierst du halt 10 Lebenspunkte. Mhm. Das ist halt schon ganz cool. Ja, es gibt da so in Fallout 3 halt so 2 Orte. Eins ist das Little Lamplight und er ist so quasi der Anführer davon. Das sind nur Kinder. Und sobald die ein bestimmtes Alter erreicht haben, müssen die nach Big Town. Oh, wow. Geil. Das ist geil. I like. Dann haben wir die Nipchon-Lotterie. 4 Mana extra Reihe. Wir bestimmen per Zufall eine Kreatur. Du übernimmst die Kontrolle über sie, sie enttappt und sie hat Eile und dann zerstören wir alle anderen Kreaturen. Jo. Per Zufall eine Kreatur ausruhen ist natürlich immer spannend. Mach das mal mit einem riesen Board. Mach das mal auf Spelltable. Ja. Oh, ja. Ja. Dann haben wir Paladin Elizabeth Taggarty. 3 Mana 3-2 mit Battalion. Immer wenn sie mit mindestens 2 weiteren Kreaturen angreift, ziehen wir eine Karte und bringen deine Kreaturenkarte mit Mana-Kosten von X oder weniger aus der Hand. Getappt, angreifendes Spiel, wobei X die gleichzeitige Anzahl der Stärke von ihr ist. In die Todeszone. Und ich hing da so in die Arena. Ja, ist spielerisch ganz okay Karte, würde ich sagen. Oder? Ja. Ich kann zum Flavor nicht viel sagen. Dann nehmen wir Vault 11. Vault 11. Qual der Wahl. Das ist eine witzige Vault. 4 Mana, wir haben wieder 3 Stück. Beim ersten erzeugen wir für jeden Gegner einen 1-1 Menschsoldaten. Bei 2 und bei 3. Jeder Spieler stimmt geheim für bis zu eine Kreatur. Okay, für bis zu eine Kreatur. Dann werden die Stimmen offenbart. Falls keine Kreatur eine Stimme erhalten hat, zieht jeder Spieler eine Karte. Andernfalls zerstört jede Kreatur, die mindestens eine Stimme hat. Die meisten Stimmen hat. Falls keine Kreatur eine Stimme erhalten hat. Das heißt, man muss nicht abstimmen. Nein. Für bis zu, okay. Nein. Weird. Ja. Und die Vault, das ist sehr, sehr witzig. Also, das ist witzig, makaber eigentlich. Makaber. Alle Vaults sind irgendwie makaber. Da ging es darum, dass immer ein Aufseher gewählt werden muss. Mhm. Und der Aufseher, der wird dann später geopfert. Und dieser Opferungsakt, der sorgt dafür, dass die ganze Vault dann überlebt. Okay. Aber das ist einfach nur ein Test gewesen, um zu sehen, wie weit gehen die Menschen, wenn die nämlich keinen auswählen, dann werden die alle befreit. Dann kommen die alle aus der Vault raus. Und am Ende sind irgendwie, glaube ich, schon noch 4 Stück da oder so. Oh, Junge. Eddie, einsamer Augenbot. 3 Mana 2-1 fliegend. Mein lieber Eddie, immer wenn du angreifst, da steht sogar angreift, da steht nicht angreift. Ja.
Und falls die Anzahl an eingreifenden Kreaturen größer als die Anzahl an Questmarken auf Eddie ist, kriegt er eine Questmarke. Für 2 Mana können wir ihn opfern und ziehen eine Karte und dann ziehe für jede Questmarke eine zusätzliche Karte. Ui, ja. Man opfert den dabei. Okay. Ja. Sieht aus wie so ein Samurai-Helm, kann das sein? Guck mal, Samurai-Helm. Das ist ein fliegender Bot. Ein fliegender Bot? Der fliegt. Dann haben wir schon gesagt, eine von diesen Petschaftsländern und damit. Was hältst du von den Petschaftsländern? Ich finde die gut. Findest du gut? Ich finde die gut, weil die untappt ins Spiel kommen, weil die Mana produzieren, weil die Mana rumswitchen können. Man kann mit einem Solring und so einem Petschaftsland halt schon mal so 3 Mana bekommen. Es ist einfach gut. Ich finde es gut. Ist natürlich nicht das erste Land, was ihr spielen wollt. Aber nee, natürlich nicht. Aber ist ein gutes Land, was untappt schreibt. An für sich alles besser als Tempel. Das ist richtig. Diamond City. Diamond City kommt mit einer Schildmarke ins Spiel. Tappen für ein farbloses oder tappen wir bewegen einen Schildcounter. Können wir aber nur machen, wenn wir 2 oder mehr Kreaturen haben, die in die Runde ins Spiel gekommen sind. Diamond City kenne ich sogar irgendwoher vom Namen. Diamond City ist in Fallout 4 so eine der, ich sag mal, der zentralsten Städte. Mhm. Und vom Flavor her würde ich sagen, das Einzige, was dazu passt, ist, wenn du in Diamond City reinkommst, brauchst du, ich glaube, Piper. Dann kommst du mit ihr in Diamond City rein. Okay. Also 2 Leute brauchst du, dann kommst du da rein. Alles klar. Dann haben wir Hauptmann der Wache, eine Karte, die ein wunderschönes Artwork bekommen hat, urig alt. Ja. Fallenstellermanöver, Stunde der Abrechnung, zerstöre alle Nicht-Kartonspieler, sehr cool hier drin. Hüter des Einklangs, yes. Hymne des Marschalls, finde ich eine sehr, sehr coole Karte. Ja, underrated. Ja, absolut. Ödnis sichern, Schwarzmarkt, Black Market in einem Deck ist immer wieder gut, auch wenn er, glaube ich, auch nicht mehr teuer ist. Nee. Aber gute Karten, die es einfach gibt. Der war mal sehr, sehr günstig und dann war der in der Zwischenzeit lang sehr teuer. Sehr teuer und jetzt ist er wieder günstig. Dann tödliches Komplott mit Einberufen, wo wir es zerstören können. Dann gestohlene Strategie, ist auch witzig. Dann schmerzhafte Auslöschung, finde ich sehr krass, weil auch die Karte war mal teuer. Ja. Und mittlerweile, ja klar, 3 Mana, wir exilen was, ist super, super stark. Aufmarsch der Legion mit dem schönsten Artwork, was die Karte jemals gesehen hat, weil das andere Artwork ist einfach Müll. Leidenschaftlicher Ansturm, vernichtendes Ultimatum, auch sehr cool. Natürlich dann hier noch ein paar getappte Spielkommen-Länder, davon brauchen wir noch mehr. Gerade im aggressiven Deck brauchen wir auf jeden Fall Tempel. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist, Also ich glaube, wenn man das Deck am allerersten upgraden will, dann tust du die Tempel raus, tust Basics rein, gut ist. Ja, hast du schon ein gutes Upgrade. Ja. Dann haben wir Gary den Klon. Gary den Klon ist Gary. Ja, Gary. Ja, das ist auch eine Vault, wo ein Herr ganz oft geklont wurde, das ist der Gary. Und die können auch nur Gary sagen, also das ist wie ein Pokémon oder so. Gary. Ja. Dann haben wir die Tunnelschlange, eine Red-Ratte. Die finde ich ganz krass, weil die Karten aus dem Friedhof einfach exiliert für Trupp. Ja. Das finde ich krass. Ich habe erst gedacht, als sie gespoilert wurde, die gehört zu dem Mutant Menace Deck. Ja, ich auch. Aber sie macht keine Red-Counter. Nee, aber sie macht. Und es ist eine Red-Ratte. Eine Red-Ratte. Red-Ratte. Macht aber nichts. Dann haben wir Craig Boone. Oh ja. Keine Ahnung, wer Legat Lanius ist. Legat Lanius ist quasi die rechte Hand von Caesar. Ja, steht ja auch da. Ja. und ich sag jetzt mal, das ist der Endgegner quasi im Spiel. Okay. Den du aber auch Spoiler! Sorry. Aber den kannst du halt auch einfach mit Redekunst dazu überzeugen, dass der nicht gegen dich kämpft. Geil. Das ist mega. Ja, die Feinschmeckerin ist ein bisschen weird. Wackelputten? Das hatten wir schon geredet. Ja, da ist genau, das Würfeln. Will würfeln. Irgendwie wird. Erster Hilfekoffer, den fand ich sehr cool, ehrlich gesagt. Ja. Weil der Red Counter halt runternimmt. Das ist die einzige Karte, die er kann. Ja. Und sagt nur in diesem Commander-Deck, glaube ich, drin. Nur in diesem Commander-Deck, ja. Aber an für sich trotzdem nur so bad. Dann leidenschaftlicher Redner. Wenn ein Kreatur ins Spiel kommt, kriegen wir Leben. Und dann unangreifbare Tugend. Ich habe die Karte erst gar nicht erkannt, bis ich dann aufgefallen ist. Ja. Das ist eine Modern-Karte, ja, die man früher mal Modern gespielt hat. Ja. Ganz, ganz früher. Genau, dann tödlicher Dispute. Deadly Dispute hier drin ist auch krass, cool, eigentlich. Cooler Reprint. Ja. Morbide Opportunistin, auch eine coole Karte. Erbarmungsloser Plünder, das ist ein wunderschönes Reprint. Artwork. Ja, super Reprint. Unten links. Und dann Vollstreckerin des Generals. Vollstreckerin des Generals ist eine mega brokene Karte. Ja, woher ist sie? Ist sie ja Korea? Ich habe keine Ahnung, ob die nicht vielleicht. Sie muss ja Korea sein, ja, weil es ist halt keine Fallout-Karte. Aber sie ist so krass. 2 Mana, 2/3, legendäre Kreaturen haben Unzerstörbarkeit. Was in diesem Deck einfach. Also wir haben ja generell so viele Legendaries in den letzten Jahren bekommen. Ja, das ist ja die Wahnsinn. Decks sind sowieso vollgestopft mit Legendaries. Das ist krass. Und dann so eine Karte zu haben, ist krass. Ja. Die hat mir wirklich viel gemacht. Und dann für 4 Mana kommt noch 1/1 Dinger machen. Das ist ganz gut.
Dinge. Abrieb, Abnutzung, Arkanenpetschaft, Schädelstrammer, finde ich cool. Sehr, das habe ich auch das einzige Deck, wo der Schädelstrammer drin ist, oder? Ja. Das ist ein bisschen weird, weil den haben wir schon ganz lange nicht mehr im Commander-Deck gefühlt gesehen. Ja, das ist auch so eine Sache, die finde ich halt sehr, sehr cool mit den Talismanen. Ja. Das ist so, man findet in Fallout mehrere verschiedene Zeitschriften, die buffen dich entweder temporär oder komplett. Und dass man die halt über die Patchschaften hinweg halt verewigt hat, sehr coole Sache. Ja, finde ich auch cool. Aschenmödnis, Standardumwandlung. Der Befehl zum in jedem. Drin. Der Befehl zum jedem. Ist halt wirklich schade, dass das nicht so ist. Ja, normalen Ausmaßen. Ich weiß nicht, wer bei Wizards diese Karte so sehr liebt, dass sie eine Secret Lair bekommen hat, dass sie in jedem dieser Commander Deck. Ich verstehe es nicht. Ganz, ganz schlimme Karte. Wirklich schlimme Karte. Hör auf, bei Wizards zu arbeiten. Sorry, aber ja. Und auch hier wieder Ebenen, zwei verschiedene Versionen, ja. Zwei verschiedene Sümpfe, zwei Gebirge. Ja. Auch das nicht auf die einzelnen Decks zugeschnitten? Nee, leider nicht. Das stimmt. Aber eine coole Sache an den Basics ist, man hat einmal einen Basic für, was im Endeffekt so Fallout 4, Fallout 3 darstellt. Mhm. Und einmal diese Draufsicht, wie man die halt in Fallout 1 oder 2 hatte. Oder ah, Tactics. Okay, also und so. Deswegen hat man ja so eher so, ja, beide Zeitstränge im Endeffekt. So. Ja, das ist eine coole Idee. Das ist wirklich eine coole Sache, Ja, zum Deck, ich habe schon gesagt, ich finde, das ist das coolste Deck von allen. Also die anderen guckt ihr bitte auch an. Aber ich finde das Deck wirklich cool, vor allem weil es auch vom Flavor her einfach sehr, sehr schön ist. Ja. Und es läuft einfach wie eine Maschine und überrennt einfach den Gegner. Das ist wirklich also schön. Das erste Spiel, was wir damit gemacht haben, hat das komplett dominiert. Ja. Allein dadurch, dass das Ultimatum drin hat. Ja. Aber allein der Caesar alleine macht ja so viel. Ja. Out of the box, super Deck. Ja, finde ich auch. Ja, machen wir das Ding auf. Gucken wir noch nach Collector's Helm. Wenn ich jetzt auch noch schlecht aufmache, musst du die anderen aufmachen. Alles gut. Das ist dir bewusst. Alles gut. Jetzt machst du einen Soulring auf. Ein Soulring? Eine Vending Machine. Oh, stimmt. Die können diese Full Arts auch da drin sein? Ja, die können sogar in Voll. Okay, dann drücken wir mal die Daumen. Jetzt habe ich natürlich oben ja schon mal alles zerstört. Alles gut. Und die Karten dann wahrscheinlich zerstört. Jetzt muss ich das wirklich mal gucken. Alter! Ja, Ben, haben wir das alles auf Cam? Ja, alles auf Cam, wie ich das zerstöre, das schicke ich da meiner Versicherung. Vielen Dank dafür, Allianz. So, wir haben eine Power Fist. Die kenne selbst ich. Sehr, sehr cool. Und ein Rootbound Crack. Ja, okay. Es gibt schlechtere. Es gibt schlechtere. Ja. Check in der Suche. Wie immer, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt und wenn ihr mich irgendwie unterstützen wollt. Ich habe Patreon. Ab 3 Euro könnt ihr mich monatlich unterstützen, was super, super lieb ist für die Leute, die es schon machen. Vielen, vielen Dank gerade an Talia und Talia Plus, die aber natürlich auch an Supporter und Fantiers. Vielen, vielen Dank, das hilft mir immens. Und ja, dementsprechend, das könnt ihr gerne machen. Und ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, dieser Mann ist nicht zufällig nur dabei, nur weil er Fallout mag, sondern dieser Mann ist auch dafür da, dass ich diese wunderschönen Bildchen habe. Weil ihr wisst ja alle, meine Bildchen Anfang letzten Jahres bis Mitte letzten Jahres und Ende letzten Jahres waren im Thumbnail sehr, sehr müllig. Dieser Mann ist dafür zuständig, dass sie besser sind. Müllig nicht. Und dass das Ganze funktioniert. Wenn ihr dementsprechend dort auch auf Instagram ein Like da lasst, dem guten David, der dort folgt und so weiter und so fort. Könnt ihr das gerne unten in der Beschreibung mal nachschauen und vielen, vielen Dank machen. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite aus. Ja. Auch mal auf Kamera nochmal vielen Dank. Ja. Und ja, wir gucken uns noch zwei weitere Commander Decks an, die ihr nächste Woche sehen werdet. Ja. Gucken. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao.